Go Buster! Buster kichert, ihr seht nichts. Zombie schreien so fürchterlich. Halloween, die Gruselzeit. Wenn du triffst auf Zombie-Schleim, Buster sieht ganz anders aus. Er ist Zombie-Buster, wow. Halloween, die Gruselzeit, wenn du triffst auf Zombie-Schleim. Buster ist ne Gruselsicht und jetzt fürchtet Digger sich. Halloween, die Gruselzeit, wenn du triffst auf Zombie-Schleim. Buster will mit Gau spielen, sie hat Angst, will sich verziehen. Halloween, die Gruselzeit, wenn du triffst auf Zombie-Schleim. Armer Buster möchte spielen, doch alle Freunde, die fliehen. Halloween, die Gruselzeit, wenn du triffst auf Zombie-Schleim. Liebe Güte, was ne Sicht, Buster findet sich gruselig. Halloween, die Gruselzeit, wenn du triffst auf Zombie-Schleim. Scout hat ne tolle Idee, Autowäsche in der Nähe. Halloween, die Gruselzeit, wenn du triffst auf Zombie-Schleim. Buster ist jetzt wieder da. Genieß jetzt den ganzen Tag. Halloween, lustige Zeit, wenn befreit vom Zombie-Schleim. Sieh mal, das sind Buster und Scout. Sie spielen im Schnee. Sie haben sehr viel Spaß beim Hüpfen und Rutschen. Hallo, Herr Schneemann. Na, was hat Scout wohl gesehen? Sie sieht sehr aufgeregt aus. Ich frage mich, was es wohl ist, Buster. Oh, toll, ein zugefrorener Teich. Sieh mal, wie Scout auf dem Eis skatet. Sie macht das sehr gut, nicht wahr? Na komm, Buster, probiere du es doch auch mal. Vorsichtig. Oh, armer Buster, das Eis ist sehr glatt. Das scheint Scout nicht aufzuhalten. Sieh, wie sie loszieht. Ich glaube, Buster hat Angst vom rutschigen Eis. Na komm, Buster, das ist doch kein Grund, sich zu fürchten. Haha, los geht's, du schaffst das schon. Und schon geht Buster auf dem Teich skaten. Und wie er jetzt loslegt. Beide haben unglaublich viel Spaß auf dem Eis. Gut gemacht, Buster. Scout ist sehr beeindruckt. Oh, wow. Sieh, wie Buster durch die Luft fliegt. Sieh mal, du hast das Eis zerbrochen. Das Eis zerbricht noch mehr. Und es ist um Scout herumgebrochen. Sie sitzt fest. Buster, was machst du nun? Wenn du dichter rangehst, wird das Eis bestimmt brechen. Großartige Idee. Herr Schneemann wird das Eis nicht zerbrechen. Bitte hilf uns, Herr Schneemann. Sieh, wie er es macht. Er rettet Scout. Gut gemacht, Herr Schneemann. Und tolles, schnelles Denken, Buster. Ich glaube nicht, dass Buster und Scout noch mehr skaten wollen. Danke, Herr Schneemann. Tschüss, Buster. Tschüss, Scout. Hier kommen Buster, der Bus und Terry Traktor. Sieht aus, als wollten sie um die Wette rennen. Buster sieht sehr siegessicher aus, nicht wahr? Terry scheint nicht beeindruckt zu sein. Wer wohl gewinnen wird? Gleich geht's los. Auf die Plätze. Fertig. Los! Da flitzen sie. Buster rast in die Führung. Los, Terry, du schaffst das. Ich glaube, Terry ist nicht so schnell wie Buster. Moment, was macht er da? Oh, frecher Buster, er gibt ja an. Arme Terry, Buster ist sich wirklich siegessicher.
Noch hast du es nicht ins Ziel geschafft, Buster. Nicht aufgeben, Terry. Noch hast du eine Chance. Oh, Buster, ärger Terry nicht. Du bist wirklich nicht lieb. Na los, Terry. Zeig Buster, dass man nicht nur Schnelligkeit zum Gewinnen braucht. Jetzt ist Buster sehr weit voraus. Sieh, wie er durch all die Matschpfützen rast. Oh, Buster, ich weiß, dass es heiß ist, aber du kannst nicht müde sein. Das Rennen ist noch nicht zu Ende. Sieh mal, da drüben ist ein Apfelbaum. Ich glaube, Buster möchte sich im Schatten ausruhen. Frecher Buster, du bist etwas zu siegessicher, nicht wahr? Oh nein, Buster ist eingeschlafen. Und sieh, wer kommt. Terry Traktor. Er hat Buster überholt. Oh, Buster, du hast zu lange geschlafen. Da rast er los zur Ziellinie. Ich glaube nicht, dass er mag, was er da finden wird. Fast geschafft, Buster. Aber wo ist Terry? Haha, da ist er. Terry war zuerst im Ziel. Alberner Buster, du hättest nicht so lange schlafen sollen. Und du hättest nicht angeben sollen, denn es bewies wieder, langsam, aber stetig gewinnt man. Tschüss, Buster. Tschüss, Terry. Hallo, Buster. Er macht einen Ausflug mit Scout. Und schaut mal, da ist Toni, der Lieferwagen. Es sieht so aus, als würden Scout und Buster hinterherfahren, um herauszufinden, wohin Toni heute unterwegs ist. Sie haben so viel Spaß zusammen. Haha, Scout ist so ulkig. Buster passt gar nicht mehr auf den Verkehr auf. Vorsicht, Buster. Puh, das war aber knapp. Aufpassen, Buster, beinahe wärst du in Toni hineingefahren. Seht mal, da ist ein Schlagloch in der Straße und Toni fährt direkt darauf zu. Oh nein, durch das Schlagloch sind Tonis Türen aufgegangen. Passt auf, Buster und Scout. Es sieht so aus, als würden gleich ein paar Kisten herausfallen. Und da fliegen sie auch schon auf die Straße. Toni hat es anscheinend noch gar nicht bemerkt. Gleich fällt noch eine Kiste raus. Wow, gut reagiert, Buster, und gut aufgefangen. Hier kommt schon wieder eine. Gut gemacht, Scout. Tolle Arbeit. Oh nein, seid vorsichtig, Scout. Scout hat die Kontrolle verloren und ist von der Straße gerutscht. Die Kiste ist dort in den Baum geflogen. Seht mal, Toni muss dort an der roten Ampel anhalten. Das verschafft euch etwas Zeit. Schnell, Buster. Lange hast du nicht, um die Kisten zurückzubringen. Gute Idee, Buster. Alles, was ihr jetzt noch tun müsst, ist, die Kisten wieder einzuladen. Sieht so aus, als hätte Scout eine Idee. Gute Idee, Scout. Du kannst diese hölzerne Planke als Rampe benutzen. Gut gemacht. Der perfekte Ort, um die Kisten abzuladen. Gute Teamarbeit. Jetzt kannst du die Türen zumachen, Buster. Gerade rechtzeitig, bevor die Ampel auf grün schaltet und Toni fährt los. Wahrscheinlich wird er nie erfahren, wie nahe er dran war, all seine Kisten zu verlieren. Gut gemacht, Buster. Gut gemacht, Scout. Hallo, Buster. Oh. Oh nein, Buster sieht ziemlich krank aus. Hallo, Scout. Wie es scheint, will Scout spielen. Ich glaube nicht, dass es Buster heute gut genug geht, um zu spielen. Er fühlt sich wirklich krank. Schnell, Scout, hol Hilfe her. Oh, armer Buster. Das wird schon wieder. Jeder ist ab und zu mal krank. Seht mal, Scout hat Amber die Ambulanz geholt, damit sie mal nach Buster sieht. Gute Idee, Scout. Amber weiß bestimmt, was zu tun ist, damit Buster sich bald wieder besser fühlt. Es sieht so aus, als würde Amber Buster in seine Garage bringen. Lasst uns mal nachschauen, ob sie herausfinden kann, was mit Buster los ist. Zuerst überprüfen wir mal Busters Räder. Das seht mal, dieser hier hat gar keine Luft mehr drauf. Er muss aufgepumpt werden. Geschafft. Schon besser. Und Buster sieht auch gleich wieder gesünder aus. Aber so richtig gut geht es dir noch immer nicht. Genau, lasst uns mal Busters Temperatur messen mit einem Fieberthermometer. Das sieht gar nicht gut aus, Buster. Jetzt muss Amber mal Busters Motor durchsehen. Oh nein, Buster verliert Öl. Deshalb fühlt er sich unwohl. Amber kriegt das schon wieder hin mit ihrem Schraubenschlüssel.
Alles ist gut, Buster. Gleich ist es geschafft. Nur noch ein paar Mal drehen. Und fertig. Gut gemacht, Amber. Buster scheint wieder ganz der Alte zu sein. Ich glaube, dass du dich wieder wohl genug fühlst, um rauszugehen und zu spielen, Buster. Er sieht sehr zufrieden aus. Das ist Buster, wie wir ihn kennen und lieben. Es ist Zeit für Amber, wieder loszufahren. Mach's gut, Amber, und danke, dass du dich um Buster gekümmert hast. Scout und Buster gehen jetzt spielen. Macht's gut! Die Räder vom Bus drehen sich im Kreis, sich im Kreis, sich im Kreis. Die Räder vom Bus drehen sich im Kreis durch die ganze Stadt. Der Lehrer muss sie alle zählen, alle zählen, alle zählen. Der Lehrer muss sie alle zählen durch den ganzen Bus. Erstmal müssen wir uns anschnallen, anschnallen, anschnallen. Der Bus kam am Museum an, Museum an, Museum an. Der Bus kam am Museum an, alle steigen aus. Alle sind da, lasst uns losgehen, uns losgehen, uns losgehen. Alle sind da, lasst uns losgehen, der Ausflug geht los. Die Kinder lieben Dinosaurier, Dinosaurier, Dinosaurier. Die Kinder lieben Dinosaurier, sie sind riesig groß. Jetzt ist's Zeit für die Rückfahrt, die Rückfahrt, die Rückfahrt. Jetzt ist's Zeit für die Rückfahrt, zurück zur Schule.
Hallo, Buster. Er macht einen Ausflug mit Scout. Und schaut mal, da ist Toni der Lieferwagen. Es sieht so aus, als würden Scout und Buster hinterherfahren, um herauszufinden, wohin Toni heute unterwegs ist. Sie haben so viel Spaß zusammen. Haha, Scout ist so ulkig. Buster passt gar nicht mehr auf den Verkehr auf. Vorsicht, Buster! Puh, das war aber knapp. Aufpassen, Buster, beinahe wärst du in Toni hineingefahren. Seht mal, da ist ein Schlagloch in der Straße und Toni fährt direkt darauf zu. Oh nein, durch das Schlagloch sind Tonis Türen aufgegangen. Passt auf, Buster und Scout. Es sieht so aus, als würden gleich ein paar Kisten herausfallen. Und da fliegen sie auch schon auf die Straße. Toni hat es anscheinend noch gar nicht bemerkt. Gleich fällt noch eine Kiste raus. Wow, gut reagiert, Buster, und gut aufgefangen. Hier kommt schon wieder eine. Gut gemacht, Scout. Tolle Arbeit. Oh nein, seid vorsichtig, Scout. Scout hat die Kontrolle verloren und ist von der Straße gerutscht. Die Kiste ist dort in den Baum geflogen. Seht mal, Toni muss dort an der roten Ampel anhalten. Das verschafft euch etwas Zeit. Schnell, Buster. Lange hast du nicht, um die Kisten zurückzubringen. Gute Idee, Buster. Alles, was ihr jetzt noch tun müsst, ist, die Kisten wieder einzuladen. Sieht so aus, als hätte Scout eine Idee. Gute Idee, Scout. Du kannst diese hölzerne Planke als Rampe benutzen. Gut gemacht. Der perfekte Ort, um die Kisten abzuladen. Gute Teamarbeit. Jetzt kannst du die Türen zumachen, Buster. Gerade rechtzeitig, bevor die Ampel auf grün schaltet und Toni fährt los. Wahrscheinlich wird er nie erfahren, wie nahe er dran war, all seine Kisten zu verlieren. Gut gemacht, Buster. Gut gemacht, Scout. Probieren? Komm, lass uns zusammen singen. Wenn du willst, dann sing mit mir. Sag einfach die Zahlen. Ich zeig es dir. Bereit? Also los! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, das 1 bis 10 Lied. Hey, du machst das ganz toll. Sollen wir es nochmal singen? Wenn du willst, dann sing mit mir. Sag einfach die Zahlen. Ich zeig es dir. Bereit? Also los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das 1 bis 10 Lied. Hey, schön, dass du heute mit mir gesungen hast. Kleine acht, kleine neun, kleine Busse.
kleiner, zwei kleine, drei kleine Busse, vier kleine, fünf kleine, sechs kleine Busse, sieben kleine, acht kleine, neun kleine Busse, zehn kleine Busse. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Papa Finger, bist du hier?
Ich schaue oben.
wird Halloween es da. Hab keine Angst, es ist nicht so schlimm. Da ein Pirat und ne Zauberin. Halloween, Halloween, Riesenspaß. Halloween, Halloween ist für jeden was. Wer klopft denn da an unsere Tür? Drei kleine Kätzchen und noch eins macht vier. Wollen Sie gerne was zu naschen? Gib Ihnen ein Lächeln und was in die Taschen. Halloween, Halloween, Riesenspaß. Halloween, Halloween ist für jeden was. Nimm die Hand der Mumie, du bist jetzt dran. Dreh sie im Kreis und verbeug dich dann. Verkleidet euch und dann geht's raus. Klopf, klopf, klopf von Haus zu Haus. Dir, du bist